Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin der Profi und heute habe ich ein Billund Spezial für euch. Und zwar den da. Das ist die Brick Molding Machine, Set Nummer 40502. Einige von euch werden sagen, hä? Was für ein Ding? Kenne ich gar nicht. 40502, nee, das war kein GWP. Das ist ein Set, das kann man kaufen. Allerdings nur im Legoland in Dänemark. Kriegt man nur im Lego-Haus, kostet um die 85, 90 Euro die Ecke rum, wenn man das in dänische Kronen in Euro umrechnet. Und es gibt es wirklich nur da. Man kann es auf eBay kaufen, man kann es auf Bricklink kaufen, zu horrenden Preisen. Der liebe Ben, ja, mein Podcast-Partner, ja, der Ben, der Bricks Monkey, den ihr immer hört, wenn er fleißig den Podcast hört, hat mir einfach dieses Set mitgebracht. Ich habe es natürlich bezahlt. So wie zum Beispiel auch das hier. Der hat mir auch wunderbarerweise das Set mitgebracht, die Dinos. Er hat mir auch mitgebracht die Ente. Und vielen lieben Dank geht an Bricky mit einer 1 als I. Die hat mir den Flughafen mitgebracht. Diese drei Sets hier, die ihr seht, die Brick Molding Machine, die Ente und die Dinos, gibt es exklusiv im Lego-Haus, zusammen rund 250 Euro. Das ist schon ein Hammer, aber das gibt es nur in Billund. Dachte ich mir, komm, alles einpacken lassen, hier schicken, bin ich glücklich. Und ich mache jetzt einfach so eine kleine Billund-Runde und die zwei baue ich auch irgendwann auf und stelle sie euch vor. Ich mache sie jetzt mal weg. Komm mal ganz kurz weg. Heute geht es nämlich um diese Brick Molding Machine. Ein Wort noch zum Flughafen, Billund Airport, den gibt es nur im Flughafen Billund. Nur da, wenn ihr ein Flugticket habt und das Ding kostet zwischen 150 und 200 Euro, mache ich auch ein Video. Ich baue das Ding auf. Ich stelle es in freudiger Erwartung mal hier hin. Heute geht es aber, wie gesagt, um den Kollegen. Erschienen 2021, der Henry von der Klemmbaustein, die Ulrich hat es auch schon vorgestellt, 1205 Teile. Das ist ein Spitzenpreis für 85 Euro die Ecke rum. Und wir haben eine sehr schöne Spritzgussmaschine. Ist das nicht schön? Lego Haus, Logo drauf, Spritzgussmaschine, da kommen so kleine Fliesen raus mit so kleinen Tütchen. Das gibt so kleine Tütchen, das sind 6 rote Steine, die produziert die Maschine in Billund wirklich in Dänemark im Lego Haus. Kann man mitnehmen, die Tüte, und da kann man sich diese Maschine angucken. Die ist auch in Wirklichkeit ungefähr in dieser Farbe. Auf der Rückseite sehen wir so, wie früher gearbeitet wurde, was die alles kann. Das ist so eine kleine Türe, können wir aufmachen und können wir reinlinsen. Und wir haben sehr viele Kleinigkeiten. Wir können sogar ein bisschen was vor- und zurückschieben. Sie macht natürlich aber keine echten Lego-Steine. Und mir tut das gar nicht so weh, wie ihr jetzt denkt. Wir haben nämlich hier unten zwei Siegel. Ist auch ein bisschen eingedrückt, das ist halt transportbedingt. Und wenn jetzt der Held der Steine zum Beispiel so ein tolles Frigomesser hat und der Henry hat auch so ein cooles Messer, habe ich mir jetzt auch ein schönes Messer besorgt. Dann machen wir die Siegel schön auf, dass nichts kaputt geht, dass ich nicht mehr meine Schere nehmen muss. Wie Butter, ist das nicht schön? Aber Vorsicht, Messer ist super scharf. So, Messer beiseite. Und jetzt ist es so wie bei alten Lego-Sets, wir können den Deckel aufklappen, wie bei Ideasets. Ah! Und drin erwartet uns freudig strahlend mega coole Teile. Viele Platten. Sehr viel Leimgrün, wer hätte es gedacht? Ein Stickerbogen, Achtung! Haha! Ein einziger Sticker ist mit bei. Und zwar der Sticker von der, ich zeig's euch mal, von der Produktionsinfotafel, von dem PC, der da daneben hängt, ein einziger. Und eine Anleitung gebunden als Buch. Und es ist die Limited Edition Nummer 2. Nummer 1 war gewesen das hier. Die Ente war das Limited Set Nummer 1. Und bevor es diese Limited Editions gab, gab es halt sowas oder den Tree of Creativity. Der fehlt mir noch. Und in der Anleitung sind ganz viele lustige Sachen drin. Da wird die Maschine beschrieben und so weiter und so fort, wie man sie baut. Am Anfang ist noch so eine kleine Info. Was ist das Lego Haus? Was macht es da? Dass die hier die wichtige Seite, das ist die Originalmaschine, das macht die, dafür ist die da, die kann man besichtigen im Lego-Haus, das habt ihr gesehen. Noch ein paar Infos über Lego-Steine, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, da ist eine Menge Zeug drin. Die Anleitung könnt ihr euch kostenlos bei Lego übrigens runterladen, geht auf lego.com, sagt Bedienungsanleitung runterladen, Set Nummer 40502, könnt ihr euch alles angucken, in Deutsch und Englisch, ne, ich glaube nur in Englisch. Ich packe das mal wieder zurück. Was macht man, wenn das Siegel gebrochen ist? Richtig, man baut das Ding. Ich werde das Ding bauen, ich habe ein bisschen Spaß. Und ihr habt es schon bemerkt, ich habe euch den einen Sticker gezeigt. Und ähnlich wie bei einem Architecture Set steht es auf einem Sockel. Und da steht ein Name. The Brick Molding Machine Lego House. Das ist eine Fliese, die bedruckt ist. Die kostet horrende Summen, wenn ihr die einzeln kauft. Aber hey, ich habe das Set, das wird gebaut, das steht später in meiner Vitrine, keine Ahnung.
Es ist zu schön, um es nicht zu bauen. Da habe ich voll Bock drauf, genauso wie die anderen Sets. Und wie gesagt, so eine kleine Billundrunde. Ich werde jetzt ab und zu mal so ein Set davon aufbauen. Und ich dachte mir, ich fange mit dem größten an, mit dem, wo ich am meisten Freude habe, weil das war der Grund, warum ich gesagt habe: Komm, bring mir was mit. Da habe ich voll Bock drauf. Na, da werden gesagt: Okay, aber das gibt es noch und das gibt es noch. Habe ich gesagt: Pack alles ein, mir egal. So. Und jetzt baue ich mal, genieße den Bau. Ich mache auch ein Speedbuild, dann genieße ich trotzdem den Speedbuild. Und danach kommt ein Review. Das Speedbuild wird ein extra Video, keine Sorge. Das extra Video kommt dann einfach montags mal oder dienstags zwischendrin. Und da ich jetzt den Bau vor mir habe, denke ich mal, kommt das Review einfach gleich. Gleich vorweg, Montag kommt ein Speedbuild zu diesem Ding, ja. Also ich hatte selten in letzter Zeit so viel Spaß beim Bauen eines Lego-Sets wie mit dieser Brick Molding Machine 40502. Es ist eine Schande fast schon, dass dieses Teil nur in Billund erhältlich ist, im Lego-Haus. Guckt euch den Speedbuild an. Ich erkläre bei jedem Bauschritt, was ich gemacht habe, wie ich es gebaut habe, weil unten drin ist auch sehr lustig. Ich fange erstmal mit dem Wichtigen an. Es steht auf einer Platte, die komplett gefliest ist. Man sieht jeden Fingerabdruck. Man muss es gut abwischen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist direkt nach dem Bau. Und es ist pflegeintensiv wie ein Architecture-Set. Es gibt Dinge, die gefallen mir nicht so gut. Damit fange ich auch zuerst an. Ich finde es nicht gut, dass es oben komplett offen ist. Man kann reingreifen. Bedeutet ein riesiger Staubfänger für so ein schönes Displaymodell. Es ist ein Displaymodell, kein Spielmodell. Ein bisschen Spielmodell ist es schon, aber nur zum Zeigen. Oben ist es nicht zu. Entweder man baut sich selber Abdeckung dafür oder man stellt es in die Vitrine, wo kein Staub ankommt. Das finde ich sehr schade, weil wenn dann nämlich Staub innen reinkommt, kriegt man den richtig schwer raus. Weitere Negativpunkte? Es ist nur in Billund erhältlich. Das sind die einzigen beiden negativen Punkte, die ich über dieses Set sagen kann. Und da wir uns jetzt über das Negative ausgelassen haben, kommen wir zu den vielen positiven Sachen. Leimgrün, wieder komplette Originalbau im Legoland in Billund, ebenfalls Leimgrün. Tolle Ständerplatte, mit der man es hinstellen kann. Es steht auf Füßchen. Ich zeige das gleich, ich hebe es gleich hoch. Es steht auf kleinen Füßchen, dass sie vom Boden abgehoben ist. Ich finde super, dass sie eine kleine Platte unten drunter gemacht haben, damit es richtig gut steht. Hier haben wir eine kleine Kiste. In der kleinen Kiste sind Fliesen drin. Und zwar produziert die Maschine kleine Tüten. So kleine Polybags mit 2x4 Bricks. 6 2x4 Bricks und jeder, der das Lego-Haus besucht, darf eine mitnehmen. Ha, guck mal. Ich habe auch so eine Tüte. So rum gehört die doch. Die kann man kaufen, kostet bei Bricklink ungefähr 1 Euro, ist ein kleines Souvenir. Ich behalte sie, ist schön, das ist ein Souvenir für das, was die Maschine hier macht. Ich mache sie mal hier rüber zu der Tasse. So. Ich nehme das ganze Ding mal hier hoch. Das komplette Plattenteil unten geht mit hoch. Das Ding ist riesig. Wir messen das Ding mal aus. Oh, wo ist denn mein Zollstock? Zollstock! Zollstock. War doch nicht da, wo ich vermutet hatte. Also das Ding ist schon größer als vermutet. Wir gucken mal. Wir haben eine Breite von der Platte, es geht ein bisschen über die Platte raus, von 27,5 cm und eine Höhe mit diesem Teilchen hier von 20 cm und eine Tiefe von, die Platte ist 12,5 cm tief. Also das Ding ist schon ordentlich, schon groß. Zum Vergleich nehme ich jetzt mal eine Minifigur. Kommst du her, Hermine? Ich habe hier die Hermine mit lustigen kleinen, ne? So, stellen wir die Minifigur drauf, dass er eine Ahnung kriegt, wie groß das Ding eigentlich ist. Das Ding ist schon groß, Freunde. Ich zeige es euch mal im Ganzen. Denn auf der Rückseite haben wir auch Dinge, die wir erleben können. Ich finde das Ding super. Wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Zum einen, diese Platte hier sind Prints. Der einzige Sticker ist diese Tafel hier. Das ist der einzige Sticker. Prinz. So. Schön drapieren. So. Wir haben hier unten kleine Türchen. Das sind Türen von Zügen. Die können wir aufmachen und da drin sehen wir dann Schaltschränke, Elektronik und Wartung und schlag mich tot Einstellungen. Da kann man die Maschine steuern, einstellen und so weiter. Ein Kontrolldisplay. Hier oben, das müsste die Füllanzeige sein. Da haben wir auch so kleine Regler dran. Das müsste der Zulauf sein für das ABS, für das Granulat. Hier haben wir den Status. Natürlich, wenn es ein Fehler droht, Warnung orange und so, alles gut ist blau, alles wunderbar. Was haben wir denn noch, was ich vergessen habe? Ach, guck mal, hier unten, da kommen die kleinen Steine raus, hier unten, da kann man durchgreifen, da kommen die Steinchen rausgeflattert, die werden dann aufgefangen von kleinen Kistchen. Des Weiteren haben wir so einen kleinen Eimer, da kann man so kleines ABS oder so Abfallreste rauslassen. Ja, einen Notschalter haben wir, den haben wir, da oben haben wir
bleibst du da, die kleine Tüte haut ab. Noch einen Notschalter zum Ausschalten haben wir, vorne und hinten, denn man kann die Maschine von vorne und hinten bedienen. Türchen habe ich zugemacht. Man kann diese Scheiben, das muss ich jetzt abstellen dazu, sonst funktioniert es nicht, man kann diese Scheiben auf- und zumachen, die sind auf einer Schiene, dass der Wartungstechniker in die Maschine rein kann für die Wartung und kann sie wieder zumachen, dass niemand, wenn jetzt im Lego-Haus jemand zu Besuch ist, niemand reingreift und sich den Finger einquetscht oder den Arm, zur Wartung auf- und zumachen. Und auf der anderen Seite haben wir ebenfalls so eine Wartungsklappe, die wir auf- und zumachen können, um an das Spritzgusswerkzeug zu kommen. Ja, da drin ist ein Spritzgusswerkzeug, komme ich gleich dazu. Hier hinten haben wir noch so einen komischen Apparat, das zeige ich auch gleich, was er kann. Hier haben wir auch noch Türen, die können wir aufmachen und da haben wir dann nochmal das Heizelement mit drin, wo wir an die Sachen rankommen. Zur Erklärung, die Brick Molding Maschine, jetzt muss ich das abnehmen, sonst fällt mir das alles runter. So, hier kommt das Granulat rein. Das ist das Werkzeug, das das Granulat schmilzt, warm macht und mit einer Pumpe mit Druck in dieses Werkzeug reinmacht. Das sind zwei Negativformen, da wird das Granulat reingespritzt. In flüssigen Zustand mit ordentlich Druck und formt die Teile, die wir als Lego-Kunde haben wollen. Danach geht das Werkzeug zurück, die Steine fallen raus, werden rausgepresst und kommen in eine Kiste. Und damit man da auch überall rankommt, sind hier überall kleine Türen und so versteckt. Finde ich toll. Wir haben noch ein Teile-Highlight. Wir haben ein schwarzes Hotdog da oben drin. Ich weiß nicht, ob ihr es entdeckt habt. Hier oben schwarzes Hotdog. Hier hinten haben wir, wie gesagt, den Notausschalter auch noch. Wir haben da hinten auch noch Lüftungsgitter und so. Das Typische, was eine Maschine hat. Ich finde, das Ding ist mit so viel Detailliebe umgesetzt. Wenn man das Original sich anschaut, kommt da so, so viel rüber von dem Ding. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Beste an dem Set, was ich finde, ist ein Highlight, das ich beim Bauen entdeckt habe. Ich mache hier mal auf. Das Werkzeug, also diese Formen, mit denen man diese Lego-Steine spritzt, nennt man Werkzeug. Dieses Werkzeug bewegt sich. Da ist eine kleine Mechanik drin mit zwei Liftarmen. Die sind bunt, türkis und orange. Ich bringe es mal näher. Das bewegt sich. Ist das nicht cool? Das Werkzeug, da ist eine Negativaufnahme drin, diese Negativaufnahme und hier vorne, da ist die andere Negativaufnahme, da kommt es reingespritzt. Die Steine sind da schon, das sind diese 2x4 Bricks, sollen hier dargestellt sein, diese roten. Jetzt hat meine Kamera gerade einen kleinen Hänger gehabt, tut mir leid. Wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls, das Werkzeug produziert diese 2x4 Steine, die man da auch mitbekommt, haha, und die werden hier rausgedrückt. Kommst du her? Die werden hier rausgedrückt aus dem Werkzeug, kommen auf das Förderband, da sieht man nicht mehr das Förderband und die Rutsche, nur hier vorne das Ende vom Förderband sieht man, da ist die Kiste, da kommen die Steine rein und können verkauft werden. Unten ist da so eine Lüftung und da kommen auch so die Restteile raus oder der Abfall mit und das ist echt cool. Und dass man das Werkzeug hier einfach betätigen kann und so tun kann, als ob die Maschine wirklich Lego-Steine herstellt, das finde ich echt scharf. Echt scharf. Ich stell die Teile mal wieder hier drauf, so. Da ist so viel Zeug drin, so viel Liebe im Detail, so schön umgesetzt. Man baut die Dinger wirklich stufenweise. Guckt euch definitiv mal den Bild an. Das Set ist hundertprozentig die knapp 90 Euro wert. Also das hat so viel Spaß gemacht. Da sind so viele Bricks dabei, so viele tolle Platten, sehr viele Platten dabei. Und hier unten dieser Unterbau, wer schwarze Fliesen braucht, Topset. Und in meinen Augen ist es eines der besten Lego-Sets aus diesem Jahr. Ich glaube, es kam dieses Jahr raus, 2021 habe ich glaube gesagt. Und also mal ehrlich, jeder Lego-Fan, richtiger Fan, jeder A-Voll, hat auch gern so eine Spritzgussmaschine daheim in der Vitrine stehen, im Regal stehen und kann sagen, da kommen meine Lego-Steine her. Das ist so eine kleine Liebeserklärung an Lego, finde ich. Und über die zwei, drei Kleinigkeiten kann man hinwegsehen. Wenn ihr nicht nach Billund kommt, ihr könnt es bei eBay, bei Bricklink, egal wo kaufen. Ihr gebt aber deutlich mehr Geld aus, als wenn ihr es dort kauft. Wenn ihr jemanden kennt, der dorthin fährt, fragt ihn, ob er euch so ein Ding mitbringt. Lohnt sich. Habe ich gemacht, lohnt sich. Vielen Dank nochmal an Ben übrigens. Ich weiß nicht mehr, was ich über das Set sagen soll. Tipptopp. Wie gesagt, kommt in die Vitrine. Ich überlege mir jetzt nur, ob ich meine Star Wars Helme da rausmache und das dafür reinstelle. Oder ob ich das Friends Set und Brotos Hütte umsiedle. Das Ding ist schon ziemlich hoch, ne? Ach, Fragen über Fragen, das sind aber meine Probleme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, Spaß mit dem Exklusivset. Wie gesagt, hier habt noch die Dinos und die Ente habe ich noch. Und Anfang Januar kommt da bestimmt noch mal ein neues Set raus. Zeige ich euch auch. Und in dem Sinn wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis bald.